Guten Morgen. Buh, Halloween ist wieder mal da und ich liebe Halloween, aber sonst keiner. Ich liebe Halloween und zu Halloween muss natürlich was Unheimliches sein. Das heißt, ohne mir irgendwas vorher anzugucken, außer das soll unheimlich sein, aber nicht auf eine Jumpscare-Art und Weise, was ich total nervtötend finde, weil ich das langweilig finde, spielen wir jetzt 70 Eis. Oh, weil wenn du 70 Eis isst, wirst du fett und kriegst Durchfall. 7 Days von Adriano Tuminelli und Gianmarco Terenzi. Also zwei typische Deutsche wohnen in Stuttgart und so wie man sie kennt. Und was ist eigentlich in Italien so unheimlich? Gerade weil nichts unheimlich ist, müssen sie so welche Spiele machen. Haha. Und wir sehen noch gar nichts. Doch, warte mal, irgendwie auf Kerze oder so. Erinnert mich ein bisschen an dieses Spiel, das ich mal gespielt habe mit diesem Embryon, das dich verfolgt. Das Seltsame, das ich nicht verstanden habe. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser. Pixel Horror Extreme. Und wir fangen einfach mal an. Auf Deutsch. Okay. Nicht alles ist gleich unheimlich, Geld, nur weil du es so sprichst. Französische Feministen. Ah! Und schon fängt's an. Gut, wir wollen nochmal. Neues Spiel. Ja, so Pixel-Horror. Pixel-Horror ist manchmal unheimlicher als Non-Pixel-Horror. Okay, hier stand früher mal mein Bett. Warum steht die auf dem Boden? Soll ich sie umpflanzen? Oder... Warum ist es dunkel? Ach, mein Bett ist hier. Ich bin nicht müde. Ich bin gerade erst aufgestanden. Das ist mir doch egal. Ich kann immer schlafen. Ich bin nicht intelligent. Ich habe doch gerade erst mein ABC gelernt. Okay. Wir bewegen uns schon mal langsam, sind aber scheinbar ziemlich groß. Dunk. Da sind viele alte Bücher. Keinen davon will ich lesen. Ich muss sehr nah rangehen, um die vielen alten Bücher angucken zu können. Ja, okay, viele alte Bücher, ist ja egal. Okay. Wo bin ich überhaupt? Was ist überhaupt los? Scheinbar bin ich gerade erst aufgestanden. Das ist scheinbar unsere Wohnung. Soll das so nah? Habe ich irgendwas Probleme mit meinem Gesicht oder so, mit meinen Augen? Oh mein Gott, das ist aber auch eine Tearing hier bei dem Spiel. Heftig. Für alle, die es nicht wissen, was Tearing bedeutet. Das heißt, wenn man nach und nach all eure Knochen bricht und euch auseinanderreißt. Verschlossen. Verschlossen. Ah, verschlossen. Wieso schließe ich auch in meiner Wohnung alle Zimmer ab? Der erste Tag ist schon mal... Es ist immer seltsam, wenn man in seiner eigenen Wohnung ist und nicht weiß, wo man hin muss. Ah. Die Pflanze hat Blut. Geht ihre Tage. Also doch um Pflanzen. Und da ist kein Blut. Okay. Das ist scheinbar ein Junge und das ist ein Mädchen. Weil Jungs weinen nicht und bluten auch nicht. Ach. Guck mal, Bullenhoden. Wieso ist eigentlich plötzlich eben alles... Und ich habe es extra ein bisschen dunkel gemacht in meinem Zimmer. Oh, immer noch verschlossen. Und, die Tür klemmt, dann... Hau gegen! Die paar Pixel, ey. Ich habe wieder mal keine Beine. Das ist so eine Krankheit. Und noch eine Blume. Scheinbar stehe ich darauf, Blumen einfach hinzutun. Und hier ist mein... Das ist auch eine gemütliche Stube. Weiß nicht, finde ich gut. Ne, finde ich gut. Ich gehe jetzt, ich gucke ein bisschen, was kommt denn heutzutage, was gucken denn? Ich kann ihn nicht ausschalten. Ja, hau ihn weg. Das ist nicht unheimlich, nur weil, ich sehe eh nichts. Mein Gesicht ist so nah an allen Sachen, das ist schon unheimlich. Stellt euch mal vor, das passiert in echt. Ich würde jetzt zum Beispiel die ganzen Katzenhaare schon in die Nase bekommen. Hatschu! Hatschu! Oder hier. Du sollst es lesen, was heute kommt im Fernsehen. Ich guck mir The Voice of Germany an.
Oh nee, ich will Voice of Germany gar nicht mehr hören. Scheiß Voice of Germany. Hau weg die Scheiße, das ist ein Röhrenfernseher, den kannst du hinschmeißen, ist mir auch passiert. Ne, aber man muss alles aufräumen, das ist viel Arbeit. Lassen wir das. Lassen wir das und gucken, was dahinter ist. Nichts. Aber hier ist doch bestimmt irgendwie was drin, Geld. Hier sind keine Ritzen. Oh mein Gott, ein Sofa ohne Ritzen ist der Horror für alle Studenten. Ich weiß nicht ganz genau, was ich jetzt sagen sollte, ohne dass jetzt alle sagen: Oh mein Gott, du bist der wahre Horrorgate. Du. Kopf rein, Kopf rein. Ist mein Baby denn schon fertig? Nee, riecht noch ein bisschen am Heulen. Nimm dir eine Cola raus. Oh, so einen habe ich gar nicht. Ich habe nur so ein ganz kleines Fach. Da passt ganz wenig rein. Da muss ich immer wieder losgehen, wenn ich Hühnerfrikassee haben will. Oh, guck mal, hier ist das letzte Abendmahl. Warum ich das erkenne, fragt lieber nicht. Ja, soll das jetzt irgendwas bedeuten? Bin ich gläubig in dem Spiel hier? Okay. Wir werden uns jetzt, weil wir das Spiel ja als Charakter spielen, auch da hineinversetzen. Also bin ich jetzt. Warte ganz kurz, ich kann im Dunkeln mein Mikro nicht sehen, nicht, dass es irgendwie abgeht. Und ich saufe natürlich. Ich trinke Alkohol und ich bin gläubig. Ich würde sagen, dann auf jeden Fall den Kopf mal in den Herd, ne? Da gibt es ja keinen Sinn mehr zu leben, ne? So. The End. Ne, es war falsch. Fun. Ja, Mist, ich habe meine, Enter. Enter. Vor sechs. Ich habe meine Maus kaputt geklickt durch Cookie-Clicker. Machen wir halt. Ach so, das sind alle möglich. Okay. Da müssen wir einmal durch. Weil das hat er bestimmt nicht, weil er ist nicht verheiratet. Und ich als Gläubiger glaube an an den Sex nach der Ehe. Warte, ich probiere jetzt mal aus. Man kann auch irgendwas anderes machen. Man kann runtergehen. Sehr gut. Vielleicht sehe ich da dann ja Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe, wie zum Beispiel Dreck oder tote Mäuse oder so. Und man kann wieder hochgehen und man kann, glaube ich, laufen mit irgendeiner. Mit Alt? Nee, doch, man kann. Oh, habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Man muss, während man geht, drücken. Dann läuft er. Warte kurz. Ja, das ist Laufen. Walking. Diese Tür klemmt auch. Mein Gott, was hast du denn für ein Haus? Natürlich, geh hin, wenn hinter dir irgendwas läuft. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss. What the fuck ist das? Bin ich im Gefängnis oder was? Ah. Oh. Sam. Dann geben wir doch gleich mal Sam ein. Ist Sam nicht. Oh mein Gott, wie das passt. Heißt Sam nicht auch der Junge von. Oder es heißt Mars. Ja, ist ja gut. Hab ich Sam umgebracht oder was ist los? Sam war bestimmt ein Böser und hat's verdient. Ja. Einfach sich das einreden. So haben sie es damals auch gemacht in den Lagern. So, dann wollen wir doch mal eingeben. Ach, Sam ist ein Idiot, wenn er seinen eigenen Namen als Passwort eingegeben hat. Nee. So, ich hasse, wenn man. Das ist wie, wenn man eine Uhr stellt und ein. Was? Yay! Wenn man die Uhr stellt und ein zu weit geht, ist auch schrecklich. E-Inventar. Bibliothekschlüssel. Oh yeah. Jemand, der nicht lesen kann, weil wie gesagt, Säufer und gläubig. Der. Ah ja, klemmt ja. Der geht in die Bibliothek. Das ist der wahre Horror für ihn. Ach, läuft noch. Sehr gut. Strom haben wir. Ach Mann, jetzt hört doch mal auf, alle zu klemmen, ey. Ich klemme euch gleich was. Ja, kann ich jetzt.
Jo, war gleich richtig. Mal wieder Blut, ja, langsam nervt's. Wieso habt ihr so viele alte Bücher? Und warum hast du jetzt die Tür hinter mir zugemacht? Ich meine, ist nett von dir, aber bist du Sam? Ich hab wirklich ein bisschen Schiss gerade. Ich laber nur, weil. Warte, ich laber, weil es ein Let's Play ist. Macht Sinn. Ich habe einen schwarzen Schlüssel gefunden. Das ist rassistisch, das heißt afroamerikanisch. Nein, das heißt schwarz. Okay. Hat jemand gelesen oder was? Ich lese. Oder, warte mal. Das blutet da unter. Da ist das auf ihn raufgefallen, wie im Cartoon. Da war so ein Kind, hat gesagt, oh, komm mal, ich spiele mit meiner Eisenbahn. Dann kam von oben, batsch, ein ganzes Regal mit alten Büchern. Lauf mal. Lauf mal, Bitch. Ja, Musik. Sehr gut. Schwarzer Schlüssel. War hier nicht eine Tür, die schwarz war? Da. I'm so good. Schwarz öffnet schwarz. Denn wir wollen keine Rassenmischung. Oh, Gesicht, ist das Sam? Das ist aber hässlich. Er hat nämlich kein Gesicht, versteht ihr? Versteht ihr? Versteht ihr? Ich finde einfach alle hässlich. Alles ist hässlich, deshalb stecke ich hässliche Sachen in einen Käfig, wo ich reingucken kann. Und dann müssen sie sich gegenseitig angucken und sagen, oh, wir sind alle hässlich. Ein weißer Schlüssel. Neben einer grauen Blume. 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 Tearing. Weiße, das hat's total gebracht. Das war total. Etwas scheint von der anderen Seite blockieren. Sam! Sam, mach auf! Sam, ich hole gleich deine Mutter ab. Ich hatte sie nämlich gestern Nacht schon. Verstehst du, verstehst du? Ah! Ah! Doch ein Jump. Scare. Ah! Ein Notiz auf der Rückseite steht Sam. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Oh, ist noch nicht Voice of Germany. Okay, Sam, danke. Du bist mit mir ins Bett gegangen oder hast mich ins Bett gebracht? Ich bin nicht müde, ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, aber wir könnten das alles schneller machen, wenn du jetzt einfach 7 Tage schläfst. 7 Tage nicht wach. 7 Tage einfach schlafen. Ach. Ja, was ist denn? Einfach die Tür vor meinen Augen hier, vor meiner Nase zu machen. Das ist echt nicht nett, Sam. Oh, hat eine kleine Schublade. Die Schublade ist aber verschlossen. Ja, ne, hat er mir den Schlüssel weggenommen? Dieses Buch sieht seltsam aus. Das schaue ich mir näher an. Das sind viele alte Bücher. Ach so. Sacrifice und Murder. Das heißt, Opferung und Mord. Sam. Auf diesen Seiten steht der Name Sam. Vielleicht versucht er mir etwas zu sagen. Er will mir sagen. Er will mir sagen, dass er dumm ist. Moin. Was haben wir denn hier? Eine sehr seltsame Notiz. Die größte Illusion ist die Existenz einer einzigen Wahrheit. Warte, alles, was ich sage, ist die Wahrheit. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, nee, ich ziehe mich gerade um. Ich denke gerade über die einzige Wahrheit nach, nämlich, dass ich hier nur einen Schreibtisch habe, ohne irgendetwas. Das heißt, Mann, ist das ein langweiliger Raum. Ich mach mal kurz zu hier. Das gehört sich nicht. Das war meine Toy-Schublade. Ich kann nicht mal was runterwerfen, um es dann mit meiner Sekretärin zu treiben. So voll wollüsternd und so. Ja, kannst reinkommen. Ich leg mich schon mal aufs Bett. Ich kann nicht springen. Wieso kann ich nicht springen? Ich muss auch nicht springen. Spring du mich an, du geile Sau, Sam. Sam kann auch Mädchenname sein. Okay. Okay. Bin ich umgezogen in eine kleinere Wohnung. Ah, so offensichtlich.
Nee, spiel lieber nicht. Du solltest lieber beim Fußball bleiben. Ruinierter Schlüssel. Oh, was hast du damit gemacht? Sam, was hast du mit dem Schlüssel gemacht? Sam, komm her, Sam. Sam, Samantha, Bixby, Ultenhagen. Sag mir sofort, was du mit dem Schlüssel gemacht hast. Okay, was ist denn jetzt, Sam? Wollen wir Sam zum Jungen machen oder zum Mädchen? Ich finde ja mal, es gibt viel zu viele kleine Mädchen in Horrorspielen, die überhaupt nicht unheimlich sind. Wir machen Sam jetzt zu einem Jungen. Weil Sam, er klingt wie dieser von Halloween, der kleine Junge. Moin! Guck mal auf die Uhr! Viertel nach Nesquik, schon so spät. Ja, da muss ich jetzt mal. Hör auf jetzt, Sam. Du magst die Küche scheinbar sehr. Ich auch. Lass uns Wiener Frikassee machen. Aber ich kann nicht mit Gas umgehen. Warte. Jetzt müssen wir eine halbe Stunde nur warten. Na super. Okay. Nichts da, kein Reis, nichts, dann brauchen wir uns auch gar nichts zu essen machen. Scheiß Küche, oder ist das nur eine Ansichtküche? Ist das so eine Ansichtswohnung? Könnte auch sein. Ah, ich gehe einfach geradeaus und gucke mich um. Oh, Pflanzen. Ah! Ich kann an- und ausmachen, ich kann an- und ausmachen, aber ohne Fernbedienung. Ihr faule Säcke da, ihr Zuschauer, kennt das gar nicht mehr, ne? Ah! Sam ist doch ein Mädchen. Fuck you! Du guckst kein Fernsehen mehr. Mädchen dürfen kein Fernsehen gucken. Das verdummt sie nur. Und das könnt ihr euch nicht erlauben. Na, guck ruhig Fernsehen. Hauptsache, du bist sexy. Ja, aber mit so viel Blut bist du nicht sexy. Solltest du vielleicht zum Krankenhaus gehen? Sam? Sam! I saw you. It's like the other Pixel Game. With a hässlich Gesicht in the air. Come to me. Have some fun. Aber bitte zusammen. Nicht nur du. Okay, ich laufe die ganze Zeit, Sam. Sam, was soll das denn jetzt? Blut am Ende? Blut am Ende? Ah, okay, geh wieder zurück. Ach, Sam, du erinnerst mich immer noch, das habe ich letztes Mal schon gesagt, an die Katze Ah! Das war nicht Sam. An die Katze in Alice im Wunderland. Sam, die Zeit ist noch nicht gekommen. Ach, spielst du nur mit mir oder was? Ich dachte, ich spiele mit dir. Ach, du weißt, was ich meine. Sam ist ein Arsch. Hat das wie die andere Pixel-Horrorgeschichte auch kein Ende? Eine Notiz. Bleib auf dem Weg. Schau nicht zurück. Okay. Hören wir ihn hören? Ja, wir hören auf ihn. Sam will bestimmt nur das Beste für uns. Fuck you. Okay. Nein. Voll Stereo. Nicht wirklich. Nein. Wieder mal ein Spiel, wo man nicht weiß, was die wollen von einem. Ich bleib auf dem Weg, ich bleib auf dem Weg. Ach, toll, Sam. Der Weg ist vorbei. Oh, ich darf mich trotzdem nicht umblicken. Yay! Yay! Neue Bücher! Viel alte Bücher! Ja, super! Ich muss mich umgucken. Sorry. Geradeaus. Oh, dammit! Ah, oh, dammit!
Ja, irgendwann musste ich es ja schaffen. Ach, ich gehe geradeaus wieder. Das ist mir wieder zu offensichtlich. Oh. Ah, okay. Warum gehe ich ins Dunkle? Das ist so eklig. Warum kann ich überhaupt... Da spielt doch einer einfach nur mit Farbe. Oder mit Roadkill. Habe ich irgendwas bekommen? Nein. Blöd. Was? Was ist los? Was ist los? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, irgendwas hat sich bewegt. Ja, nein, es hat sich nur ein Geräusch ergeben. Ist das Sam? Ach, ist die süß. Aber sie hat lila was an, das ist ziemlich hässlich. Ah, Pixelfrauen. Sam will es mich nicht abhalten. Ach, ich bin ja alleine, ne? Wer ist hier der Horrormann? Ich weiß ja nicht, ob es der Mann ist. Oh, das ist der Schrei. Der Schrei. Oh. Eben war es so schön hell. Nichts da drin. Mann, oh, ich kann nichts sehen. Diese Tür klemmt. Achso, warte, ich muss den Schlüssel wieder mal benutzen. Sam? Was? Sam Drendels. Ja, Sam. Ich sehe nichts. Es liegt ausnahmsweise nicht an YouTube, an der Verarbeitung, sondern ist wirklich so dunkel. Och, Sam. Oh. Neues Bild. Da weiß ich aber nicht, was es ist, muss ich zugeben. Wenn einer von euch das weiß, wenn es ein bekanntes Bild ist, dann tut es mir leid. Dann Kunstunterricht für euch auch schon ein bisschen länger her, ne? Ich sehe nichts. Was soll das Spiel? Was, oh, warte, ja, dann mach doch auf. Bitte wieder Licht. Bitte wieder Licht. Ich sehe nichts. Okay, das ist super eklig gerade. Okay, das war eklig. Okay. Sam, kannst du mich jetzt einfach... Kann die Zeit jetzt gekommen sein, bitte? Weil das ist eklig. Okay. Wer denkt sich das aus? Wer denkt sich so, ich mache einfach so dunkel, dass keiner irgendetwas sieht? Lul, 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 lul. Dann macht das Spiel gleich um einiges mehr Spaß. So, muss ich jetzt wieder zurück, oder? Ja, okay, dann gehen wir wieder zurück, was soll's. Im Dunkeln. Weil wir wissen ja alle. Ah, okay. Hier ist Sams Zimmer. Oder auch nicht. Sam, mach mal Licht an, bitte. What the fuck? Ha, müsste man eigentlich mal machen, echt. Bilderrahmen mit einfach nur Pechschwarz, so richtig schwarz. Mehr als schwarz. Oh. Zeigst du irgendwo hin oder? Was los? Was hast du da am Fuß? Kaugummi? Bist du ausgerutscht? Auf dem Kaugummi? Nee, ausgerutscht nicht. Fest. Klebst fest. Verschlossen. Ja, ich kann sehen. Oh, hi!
Hör auf, dich selbst anzulügen. Du musst entscheiden, wo du leben willst. Miami wäre schön. Oder Hawaii. Das wäre richtig nice. Keine Nachricht? Ja, wo soll ich denn leben? Wo willst du denn, dass ich lebe? Sag mir mal. Was hat denn vor? Habe ich irgendwas bekommen? Nein. Ah, okay. Hahaha. Ha, ha. Was? Soll ich mich ducken? Da ist eine Wand. Die bewegt sich gleich. Auf jeden Fall sieht das so aus. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Ah, die Wand konnte ich jetzt nicht angucken. Weil ich wieder müde wurde. War aber auch anstrengend. Ach, Sammy, Benny. Bimmi, Schnemmi, Bellemmi. Dum, di, dum, di, dum, di, dum. Diesmal darf ich. Dum, di, dum. Oh. Wieso machst du Türen rein, wenn sie klemmen? Um, di, dum. Klemmt auch. Geh wieder zurück, weil, wenn sich Blick fällt verschlechtert. Ich soll rennen. Da lang. Wohin soll ich rennen? Ich renne doch. Okay. Ah, shit. War nur ein Albtraum. Damn it. Ich musste zuerst ein fucking... Ah, oh, das ist so unfair. Das ist so unfair. Ah. Hilfe. Okay, Leute. Die Sicht ist so schön. Aber natürlich eben habt ihr da auch was gesehen? Nun beeil dich mal ein bisschen. Ah, wieder schöne Bilder. Da ist ja der Gottes, Gott, der den Menschen Hallo sagt. Oh, ich will nicht weglaufen, ich hasse weglaufen. Ich bin so mutig, deshalb, nein. Ich finde solche Spiele viel besser. Geht das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Architektonisch meine ich. Lass mich in Ruhe! Komm her. Und schau mich an. Okay. Moin. Du bist nicht unheimlich. Finde ich. Bin ich in so einer Gummizelle? Du hast es gefunden. Yeah, gewonnen. Das ist mein Zimmer. Oh, okay. Sams Zimmer. Pass auf, es gibt keine Begrenzung. Boah, nur die Wände, die wir erschaffen. Reagiere. Öffne deine Augen. Hey. Konnte ich nicht anfassen. Sam, ich konnte dich anfassen. Wir hätten beste Freunde sein können. Da. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Ach, Sam. Wir hätten wie im Nahen Osten beste Freunde sein können, indem wir aufeinander liegen. Weißt, mein Zimmer hat sich ganz geändert. Wo soll ich jetzt meine Hausaufgaben machen? Ich brauche einen Schraubenzieher, um dieses Gitter zu entfernen. Natürlich braucht man immer. Scheinbar super einfach in diesen. Nur in Deutschland gibt es sowas nicht. Ich meine, da würde ich immer reinkrabbeln als Kind und anderen zuhören. Moin. So kannst du nicht weitermachen. Hast du immer noch nicht verstanden, wieso du hier bist? Nein, ich habe so gut wie noch gar nichts verstanden. Ah, da ist er doch!
Nur Halloween, nur Halloween. Ich guck dir in die Augen. Moin. Moin, gib mir einen Schraubenzieher. Give me a Schraubenzieher, please. Ich guck dir auch in Schritt. Schritt? Oh mein Gott. Die Augen, überall Augen. Die Tür klemmt. Okay. Ah, okay. Dann scheinbar geht's hier in den Schuppen. Dann hole ich mir halt hier einen Schraubenzieher. Schraubenzieher! Oh ne, immer alte Sachen angucken. Oh. Nö, kein Schraubenzieher. Hier? Nein. Unnützer Raum ist unnütz. Ganz leise. Ganz vorsichtig. Ganz wunderbar. Ich weiß nicht, wo ich bin. Was ist denn das? Soll das mein Hirn darstellen? Oh, Blut. Ein S, warte. Ein S steht für Salami. Na, gib mir mal her. Was ich auch mal langweilig finde, wenn man irgendwas aufnimmt und dann wird man erschrocken. Das ist so offensichtlich. Dann sollte man lieber machen, dass es so dünn, dünn, dünn macht und alle erwarten was und dann gehen sie weiter und dann werden sie erschrocken. Aber man soll die Leute überraschen. What the fuck? Oh, ich bin schon wieder in meinem Zimmer. Das habe ich geplant. Dankeschön. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Was ist das? Eine Druckplatte? Oh. Okay, macht einmal, das macht. Zweimal, das macht dreimal. Macht keinmal. What the fuck? Wieso machst du gar nichts? Gar nichts? Und das macht? Einmal. Scheinbar ist es falsch. Ah, okay. Gut, gut. Ah, schönes Geräusch. Wieso gibt's hier überhaupt sowas? Du, dir wird schwindelig, nicht wahr? Ja, jetzt wo du es sagst. Ich kann mich aber wehren. Ich hab einen fucking Schraubenzieher. Und ich hab... Das hier. Was ist das? Was ist das? Fuck. Das ist, sieht aus wie Minecraft. So. Mir wird... Ja. Ach, Sam, Voice of Germany. Was? Ja. Oh, nein, oh. Weißt du, man sollte vielleicht auch den Leuten also so ein bisschen erklären, was passiert, was los ist. So, ich habe einen Schlüssel mal wieder gefunden. Macht Spaß zu verstecken. Oh, da müsst ihr da, den Film gucken. Der war, glaube ich, war der italienisch? Weiß ich gar nicht mehr. Wo es auch so ein bisschen darum ging, Sachen zu verstecken. Der hieß The Orphanage. Ja, irgendwie bist du nicht unheimlich. Sam ist unheimlicher. Versuch deine Augen zu öffnen. Dann mach ich doch. Und ich schließe meine Augen und schlafe. Genau das Gegenteil von dem, was er mir gesagt hat. Das ist doch schön. Okay, wo habe ich geschlafen? Ich habe auf dem Boden geschlafen. Are you fucking kidding me, Sam? Weißt du, wie ungemütlich das ist? Oh, aua, oh, mir tut alles weh. Was für eine Raumverschwendung.
Okay. Ich wusste nicht, dass man das noch steigern kann. Oh, hi. ja. Puh. Ach, Sam. Wie gesagt, ich bin gläubig, ich bin Katholik. Huhu, jetzt brauche ich mal ein Bier. Hol mir mal ein Bier. Aber weh, du spülst dir mit dem Mund. Das hasse ich. Ich klatsch dir einen. Oh, ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Hätte ja jeder gucken können. Okay, diese Witze sind echt nicht mehr lustig. Haben Leute gelitten. Ich leide hier auch. Guck mal, wie viel ich bedienen muss. Er will noch mehr. Er will noch mehr. Kommst du mit rein? Komm mit rein. Aber ich weiß nicht, Jungs, ob ich einen Dreier schaffe. Oh yeah. Oh, Schmalala. Halamala. Wude Puppe. Oh. Was habe ich mal gemacht mit einer Wude Puppe? Irgendwie was hinten rein oder so. Oder oral. Moin. Ich meine, könnte so eine Wude Puppe. Moin. Ich bin ein katholischer Priester. Das ist der ganze Twist. Ja, kommt alle raus, ihr seid alle frei. Oh, werden sie sogar. Ihr seid alle frei. Du auch, ich befreie euch. Oh. Kommt hier rein. Lass uns eine Party, eine fette, fette Party machen. Ich habe meinen Schraubenzieher wieder. Da können wir uns ordentlich hier, falls das Bett mal knarren sollte. Ne? Noch einer. Oh, mit Stuhl sogar. Er ist aber auch hier. Kinky Stuff ist hier mit dem. Immer wieder diese Katholiken-Witze, ey, es geht gar nicht. Wenigstens muss Michael Jackson nicht mehr ran. Also, nicht weil er tot ist, sondern, ne, ich meine mit Witzen. Kommt ihr mit? Kommt alle mit, kommt mit mir mit. Ja, wir machen hier Schneewittchen und. Ne, warte mal. Schneewittchen, er heißt denn Schneewürstchen und die sieben Chorknaben. Es ist ein. Wow! Jetzt bin ich plötzlich auf gleicher Linie mit dir. Das bin ich ja gar nicht gewohnt mit meinen hier Sexualpartnern. Besser. Okay, Leute, ne? Tschüss! Sieben Zwerge. Kommt ihr mit? Ne, könnt ihr gar nicht. Aber eigentlich müsst ihr euch ja bücken können. Oh. Auf welcher Seite der Gitterstäbe ist der Gefangene? Ich würde sagen, das bist du. Du kannst nicht wissen. Angst erzeugt den Käfig. Oh, fuck. Aber wenigstens habe ich ein Bett hier drin. Oh, ich will gar nicht wissen, was ihr gemacht habt mit dem Bett. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist. Hi. Hans. Oh mein Gott, danke, Sam. Oh yeah, jetzt ist die Kamera da. Wer hält heute den Franz? Du. Du musst das letzte Mal so viel extra Zeug machen. Du darfst dich heute ausruhen und darfst die Kamera nehmen, bitte schön. So, der Ferdinand kommt zuerst, dann der Josef. Ich brauche jetzt irgendwelche Klischeenamen für katholische Chorknaben. Und der Günther und der Kevin. Ich bin nicht müde. Du sollst ja auch nicht schlafen. Oh, du fängst schon an? Warte, Franz. Nein, Franz. Nein. Geh weg. Nein. Geh in die Hände da weg. Böser Franz. Franz, sollst du die Kamera nehmen? Oder willst du so ein First-Person-Porno machen? Gibt's das? Oh. Na, 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 na. Ihr kommt ja eh nicht mit. Ihr seid doof. Auf wie mein Herz gepocht hat. Einfach nur für die Vorfreude. Und dann durfte der
Alkoholiker, Katholik, hier doch nicht seine Hobbys nachgehen. Oh, ein Pentagramm. Oh mein. Okay, von total unschuldig sexueller Missbrauch zu hab keine Angst vor denen, die nur helfen wollen. Zu dem hier. Das ist ein Nachfolger vom ersten Spiel, was ich gespielt habe. Da sind sechs Löcher am Tisch. Ich frage mich, wozu. Really? Ja, hier. Einer ist da noch. Sechs Löcher. Wie passt ihr denn alle hier ran? Außerdem sind die Löcher viel zu groß. Wir würden niemals ihr Chorknaben nehmen mit der Größe. Komm, du musst noch dranhängen, habe ich das Rätsel gelöst. Ach, danke schön. Ein Lagerfeuer. Okay, wir sind jetzt hier Pfadfinder und am Lagerfeuer, weil Pfadfinder ist das gleiche wie katholische Jungs. Also so, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, sechs Löcher da, Kumbaya, ich fass dich an. Ich habe das Gefühl, etwas verloren zu haben. Meine Unschuld vielleicht. Vielleicht bin ich einer der Jungs. Kumbaya, Halleluja. Und jetzt warten wir auf Jesus. Vielleicht habe ich aber auch einen Splitter reinbekommen. Es hat sich entzündet und ich habe meine Versicherung verloren, weil sie mich gefragt haben, wie ich die Entzündung in meinem Genitalbereich bekommen habe. Verstehst du, Franz? Verstehst du, Franz? Nimmst du das auf? Gut. Kumbaya. Obwohl es eigentlich kein Snuff-Video werden sollte, aber wenigstens können wir jetzt noch Snuff und Nekrophilie abdecken. Tschüss, Leute. Hat Spaß gemacht mit euch. Und passt auf, das Feuer muss gehütet, also das ist, ne, ist offenes Feuer, da müsst ihr aufpassen. Aber ihr seid ja Pfadfinder, ihr habt Ahnung davon. Ah, ist verschlossen. Dammit. Wer von euch hat den Schlüssel? Laufen. Warum blutet ihr denn alles voll? Warum tut ihr mir das an? Was habe ich euch dann getan? Das trifft immer die Falschen. Oh mein Gott. Das geht mir alles auf die Knie hier, das Blut. Oh, okay. Ach, das Bett. Na, weiter. Thanks. Oh, das ist aber ein kurzer Weg gewesen. Das musste sein. Da schon wieder der blöde Fotze. Ich meine, das schöne Bild. Aber bin ich jetzt wieder auf der anderen Seite? Ja, ich bin jetzt wieder zurück. Ach so, folge dem Zauberlicht, aka Blutspur. Oh, ein Herz. Soll ich das Herz verbrennen? Dann verbrennen wir jetzt das Herz. Why not? Weil in echt wäre das ja auch so. Ich nehme nur das auf, was auch da liegt und benutze es nur mit den Sachen, mit denen ich benutzen kann. Bla bla bla. Leute, ich bin gleich wieder da. Wir haben etwas Leckeres zu essen. Das haben wir nämlich einem Reh ausgeschnitten, während es noch lebte. Das sind so kleine spaßige Sachen, die wir bei den Pfadfindern machen. So. Dieser Schlüssel in den Flammen ist voller getrockneter Blut. How? Wenn es in den Flammen war, wie kannst du getrocknet? Am I right? Okay, wahrscheinlich haben wir beim Herz das gelöscht. Blutiger Schlüssel. Ich drücke mal doppelt. Oh, dafür ist es hier schön sauber. Oh, jetzt musst du dich entscheiden. Das ist ja jetzt blöd. Lal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 
Immer, ich hasse Entscheidungen. Dann wiederum liebe ich Entscheidungen. Paradox, es widerspricht sich. Oh, noch mehr Bücher. Oh, noch mehr Geistererscheinungen. Oh, noch mehr alte Bücher. Ah, Hilfe. Nein. Warte ganz kurz. Hilfe. Sorry. Mein Internet schaltet sich in letzter Zeit aus. Ich weiß auch nicht warum. Und dann hat es schön gezeigt so. Achtung, Ihr Internet ist ausgeschaltet worden. Und ich denke, ja, danke. Warum sagst du mir das? Ach, der ganze Weg, um nochmal das gleiche lesen zu müssen. Oh. Du siehst verwirrt aus. Ja, bin ich auch. Ich bin wieder am Anfang, aber ich darf nicht schlafen. Sagt dir der Name Sam nichts? Doch, das ist dieser Vater von Amerika. Bleib weg von dem, was dich zurückhält. Folge der Dunkelheit. Okay. Das wirklich Tage? Muss ich nichts essen oder so? Ich folge der Dunkelheit. Ah. Oh. Nee, ich möchte nicht draußen sein. Oh, schon wieder dieses Gesicht. Franz? Josef? Run, run, run. Scheinbar bin ich direkt reingerannt in das, was mich aufhält. Who cares? Run! Wohin? Wohin soll ich rennen? Ich renne doch schon. Und guck mal, wie symbolisch das ist. Ich kann den Grund nicht sehen, es ist zu dunkel. Folge trotzdem. Was hab ich dir beigebracht? Also, was hat Sam dir beigebracht? Das war Kacke jetzt. Geh weg. Ich meine, flieg weg. Ich meine, bleib mir weg. Haha, ich laufe einfach einmal rum. Ah, du bist ja noch gar nicht da. Folge mir, folge mir. Hä, Idiot. Vollidiot, bist doch tot. Kannst mir nichts. Bist angepisst. Ich finde nichts. Oh, doch, hier. Au! Ich Idiot, hab mir das voll gegengehauen. Oh! Hä? Ja, wenigstens bin ich sicher. Das Bewusstsein versteckt die Wahrheit. Ja, das stimmt oft. Wie das Licht die Schatten versteckt. Bullshit? Das Licht versteckt die Schatten nicht. Mit Licht gibt es einfach keinen Schatten. Okay. Ah! Moin! Ja, woher soll ich das denn wissen? Ja, Gesicht, moin. Ich muss an ihm vorbeikommen. Okay, wir schaffen das. Lemo, hallo Gesicht, Halemo. Okay. Also. Hä? Die Tür klemmt. Sollte das so? Da ist schon wieder dieses Gesicht. Bewusstsein versteckt die Wahrheit, wie das Licht ist. Bla. Okay, was soll ich jetzt machen? Erstmal muss ich mich erschrecken. Oh! Ah,
kann den Grund nicht sehen, es ist zu dunkel. Soll ich zurücklaufen oder soll ich nach links? Ich laufe einfach zurück ins Bett. Da kann er mich nicht einholen. Schnell ins Bett. Oh, ich bin immer noch nicht müde. How come that is? Okay, hab mich beruhigt. Alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ah, oder auch nicht. Oh. Yay. Ja. Eine Schaufel. Welches soll ich denn aufmachen? Oh. Leer. Scheint, als wäre da nichts. Oh ja, Kinder. Gräber auslöffeln. Das ist schön. Das ist mein Spiel, was für mich gemacht wurde. Na, du ganz alleine hier? Ach, aber leer. Lass mich. Lass mich. Das mag ich nicht. Wenn ich nicht arbeiten kann. Als Grabschänder. Wenn ich die ganze Zeit gesucht werde. Was für eine seltsame Münze. Sieht aus, als wäre sie hier bereits seit Jahrhunderten. Ich mache natürlich noch weiter auf, weil es ist super einfach, die aufzumachen. Ach, ich denke mal, ich muss die Münze in den Brunnen werfen. Dann lassen wir die anderen mal zu. Ich will die ganze Arbeit für den roten Gräber machen. Seltsam scheint den Grund noch nicht erreicht zu haben. Oh oh. Ja. Es ist zu dunkel. Oh. Yay. Kann ich mich selbst anfassen? Das habe ich bestimmt gemacht nach dem ganzen Sam-Debakel, würde ich mal sagen. Nach diesen bisschen nicht so feinen Dingen, was passiert ist. Bin ich im Himmel? Ich bin nicht müde, ich bin gerade erst aufgestanden. Achso, das ist ein Zwischenspeicher. Unter mir ist nichts, über mir ist aber was. Das ist doch schön. Ach, Sam jetzt. Butter, also einfach mal jetzt. Nee, Wasser unter den Brücken. Einfach, ist doch jetzt in Ordnung. Wirklich? Ja! Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Ich kann mich bewegen. Oh, und bin aufgekommen. Hoffentlich. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Nochmal den weißen Schlüssel. Die letzten paar Tage waren alle nur ein Traum. Jetzt gehe ich einfach raus und das noch. Was? Okay. Ah, ich werde vergast. Ein gutes Ende. Da hinten sind die Augen. Moin, Sam. Sam? Da kommt ein Auto auf mich zu. Das ist ein Auto. Oh, nee, doch nicht. Manche Opfer eines schlimmen Traumas ziehen sich in Fantasiewelten zurück, aus denen sie nicht erwachen können. Bin ich Sam? Wurde ich vergewaltigt? Bin ich ein Pfadfinder? Bin ich ein Chorknabe? In diesem katatonischen Zustand versucht das Bewusstsein des Opfers häufig, ihn mit kleinen Details zu wecken. Wer ist mit einem... Zum Beispiel seltsame Situationen, Worte, Geräusche, sogar ein Videospiel. Der hat mir ein Videospiel geschenkt? Okay. Eine Nutte ist auch nicht billiger. Teurer, meine ich. Um ihnen klarzumachen, dass sie schlafen. Schlafe ich? Ich bin aber nicht müde. Aber selbst dann dauert es häufig Tage, bis sie bereit sind. 7 Tage bestimmt. Bitte wach auf. Thank you.
Was war jetzt das Trauma? Dass ich nur Bücher geschenkt bekommen habe? Dass nichts im Fernsehen kam? Ich könnte Nesfate LP für die deutsche Übersetzung danken. Ich bin wieder mal verwirrt, weil... Hä? War nachher was Satanistisches? Wurde ich erhängt, aber doch wurde ich im Koma und das war alles so schlimm? Warum ist das eine Viech so böse zu mir? Und Sam? Und dieses Mädchen an der Wand, ist das meine zukünftige? Oder ist das meine Mutter? Oder hat die mich? Ist das eine Hexe? Oh mein Gott. 7 Tage. Bis man merkt, bis man aufwacht und sagt, ja, wir wurden geopfert für das... Warum opfert man 7 Kinder? 7 Kinder, 7 Tage, 7... Top 10, 7 Dingens, keine Ahnung. Am Sonntag auf jeden Fall, bin ich in den Himmel gekommen. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr eine Ahnung? Ich guck gleich mal nach. Ich belege jetzt die ganze Zeit. Buhu! Unheimlich, unheimlich. Ja, das war scheinbar der zweite Teil von dem Pixel-Horrorspiel. Den ersten habe ich schon gespielt. Dann guckt ihr einfach nach, wenn ihr es noch nicht kennt. Unter angespielt, denke ich mal. Puh. Vielleicht hat ihr auch ein bisschen Angst. Und wir haben Extras. Credits sind Extras. Das ist extra. Hauptmenü ist auch ein Extra. Nein, die Extras sind nur Credits. Ja. Okay, ich drücke. Hilfe, ich drücke. Ah, okay, bis dann. Oh ne, man kann einfach Escape drücken. Ha! Credits. Sind doch schon unten links. Meine Fresse, bei so einem Riesenspiel, da kommt dein Name vielleicht für eine Sekunde kurz irgendwo, nicht mal für eine Sekunde. Keiner liest das. Und bei so Minispielen kann man sich wenigstens mal richtig zeigen. Aber hat auch dann mehr, muss auch mehr einstecken, ne? Weil, wenn man sagen so, ach, dieses Spiel von Adriano und Gianmarco, das war doch echt total seltsam. Oder aber, das Spiel war so toll, ich werde Adriano und Gianmarco als Poster aufhängen. Ja. Er googelt die beiden mal und dann könnt ihr mir sagen, ob Italiener wirklich so italienisch sind, wie Italiener Italienisch sprechen. Wenn das Italiener sind. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein vorschnelles Arschloch, weil mein echter Name ist auch nicht deutsch. Also... Gate hat was verraten. Okay. Ich wünsche euch was. Happy Halloween und lasst euch mal ein bisschen gruseln. Und ich versuche es immer wieder, aber meistens schafft es nicht so sehr. Aber alle Jubeljahre kommt mal irgendein Film oder ein Spiel oder sowas, wo ich mich grusel und das, dann freue ich mich richtig. Dann wird es auch richtig schlimm. Dann kann ich auch nicht schlafen und so. Yay! Warum tun wir uns das eigentlich an? Bis dann.